Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker. Doch über dir geht strahlend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Da wirst du schauen und strahlen. Dein Herz wird erbeben und sich weiten. Schau!
Steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt hier aus der Marienkirche in Landau. Zusammen mit den Laurentius Singers aus Herxheim wollen wir Ihnen einen adventlichen Weg bereiten, eine kirchenmusikalische Andacht auf dem Weg zu Weihnachten, eine kirchenmusikalische Andacht, die Sie anregen will, über den Advent, die Vorbereitungszeit nachzudenken. Beginnen wir diese Andacht gemeinsam mit dem Zeichen von Jesus Christus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, Dominik, was bedeutet denn eigentlich Advent für dich? Also, Bärbel, wenn ich da ganz ehrlich bin, denke ich direkt an den Duft von frisch gebackenen Plätzchen und vor allem, wenn die dann so ganz frisch aus dem Ofen kommen, noch warm sind, ganz knusprig, dann eins von diesen Plätzchen zu naschen und direkt zu probieren. Sei mal ehrlich, backst du die selbst? Ja, natürlich nicht. Da ist meine Mama die Fachfrau dafür. Aber ich muss sagen, als ich noch zu Hause war, habe ich ganz gern auch beim Plätzchenbacken geholfen. Doch jetzt muss ich es ohne meine Hilfe tun. Also hat eigentlich deine Mutter den Stress damit? Und wenn ich so darüber nachdenke, als Gemeindereferentin hier in Landau oder egal wo man als Gemeindereferentin tätig ist, eigentlich müsste man die Adventszeit still und ruhig begehen. Aber es ist immer mit Planen, Organisieren und Vorbereiten verbunden. Viel Arbeit. Und auch zu Hause, die Familie erwartet ja auch, dass man da ist und mit ihnen zusammen die Adventszeit begeht. Ich habe da einen Text gefunden, ich glaube, der spricht mir manchmal auch aus der Seele. Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint, dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben, nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Oioioi, also Bärbel, ich hoffe, dass der Advent dazu dient, die Perspektive zu wechseln. Denn genau dazu will uns der Advent einladen, nochmal ganz genau über viele Dinge nachzudenken. Und ich glaube, das funktioniert auch mit dem Text, den du eben vorgetragen hast. Ich lese den mal von hinten nach vorne. Ich wechsle die Perspektive. Gott kommt auf die Erde.
Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten. Neulich fiel mir eine Geschichte eines unbekannten Autors in die Hände, die den Blick öffnen kann für das unerwartet Göttliche im Leben, das sich in ungewohnter Form ereignen kann und das nicht nur an Weihnachten. Es war einmal ein kleiner Junge, der Gott besuchen wollte. In seinen Rucksack packte er ein paar Schokoriegel und Cola-Dosen für unterwegs. Dann ging er die Straße hinunter und kam in einen kleinen Park. Dort sah er eine alte Frau, die auf einer Parkbank saß und den Tauben zusah. Der Junge setzte sich neben sie und öffnete seinen Rucksack. Er wollte bloß eine Cola trinken, als er bemerkte, dass die Frau neben ihm hungrig aussah. Also bot er ihr einen Schokoriegel an. Die Frau nahm dankbar an und schenkte dem Jungen ein Lächeln. Dieses Lächeln war so überwältigend schön, dass der Junge es gerne noch einmal sehen wollte. Also bot er der Frau auch noch eine Cola an. Wieder nahm sie an und lächelte. Der Junge war glücklich. So verbrachten sie den ganzen Nachmittag.
Sie aßen, tranken, lächelten, sprachen aber kein Wort miteinander. Als die Dämmerung hereinbrach, spürte der Junge, dass er müde geworden war. Er umarmte die Frau zum Abschied und ging nach Hause. »Was hat dich heute so glücklich gemacht?«, fragte seine Mutter. »Du strahlst ja über das ganze Gesicht.« »Ich habe mit Gott im Park Cola getrunken«, sagte der Junge. »Und weißt du was? Sie hat das schönste Lächeln, das ich je gesehen habe.« Zur selben Zeit war auch die alte Frau nach Hause gekommen und ihr Sohn bemerkte ihren glücklichen Gesichtsausdruck und fragte: »Was hast du denn heute gemacht, dass du so fröhlich bist?« Sie sagte: »Ich habe im Park mit Gott Schokoriegel gegessen und er ist viel jünger, als ich erwartet hatte.« Jemanden begrüßen, das ist immer toll und vor allem, wenn es ein ganz besonderer Gast ist. Dieser besondere Gast, auf dessen Ankunft wir uns freuen dürfen, von dem haben die Laurentius-Singers eben gesungen. Jesus Christus. Und es scheint, dass Jesus Christus als der besondere Gast, der zu uns kommt, genau der ist, den wir jetzt brauchen, in unserer Zeit, in unseren Tagen.
Ihr werdet begrüßt als Klarheit und Licht, als die Kraft auf dem Weg und vor allem als ein leuchtender Stern in der Nacht. Er ist es, Jesus Christus, der uns herausführen kann aus dieser Nacht und der uns bei all unseren Wegen zur Seite steht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir nicht allein sind, sondern Gott erschenkt uns seinen Sohn, Jesus Christus, der Immanuel, Gott mit uns. Und diese Begrüßung, sie ist besonders schön. Sie hat etwas, das normale Begrüßungen so gar nicht haben. Die Begrüßung gilt nämlich immer. Denn Gott ist in Jesus Christus immer da. Er steht uns immer zur Seite. Nicht nur jetzt, in der Adventszeit, an Weihnachten. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus Christus uns immer zur Seite steht und ihn als unseren treuen Weggefährten durch das Leben begrüßen. Yeah.
Unsere Bitten, unsere Anliegen dürfen wir zu unserem Herrn Jesus Christus bringen. Symbolisch wollen wir zu jeder Bitte einen Stern an den Adventskranz hängen. Ein Stern als Zeichen dafür, dass in unsere Wünsche, in unsere Anliegen Jesus Christus mit seinem Licht kommt und er uns leuchtet. Lieber Gott, es gibt so viel Streit in unserer Welt. Wir bitten dich, lass uns friedlicher miteinander umgehen. Lieber Gott, es gibt so viele Menschen, die allein sind. Wir bitten dich, lass uns offen sein für unseren Nächsten. Lieber Gott, es gibt so viele Menschen, die immer für uns da sind. Zu Hause, in der Schule, im Krankenhaus. Wir bitten dich, lass uns immer wieder Danke sagen. Lieber Gott, es gibt so viele Menschen, die nicht wissen, wo sie die Nacht verbringen sollen. Wir bitten dich, lass sie einen warmen Platz und offene Herzen finden. Lieber Gott, es gibt viele Menschen, die unzufrieden sind mit ihrem Leben. Wir bitten dich, lass sie Hoffnung aus dem Glauben an dich finden. Das ist der Stern für Ihre ganz persönlichen Bitten, die Sie auf dem Herzen tragen. Halten wir Ausschau, Ausblick nach den Sternen. Vielleicht entdecken wir den Stern, der uns Orientierung schenkt. Den Stern, der in die Dunkelheit das Licht bringt. Sterne von Frieden, von Freiheit, die hell leuchten in Kälte, Angst und Gefahr. Wohin er uns führt, wir wissen es nicht, so erklang es eben im Lied. Aber
wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott es ist, der uns führt, der uns zur Seite steht, auch wenn wir es manchmal nicht auf Anhieb merken. Das ist unser Wunsch, dass Gott Sie begleiten möge, gerade jetzt durch die Adventszeit hin auf das Weihnachtsfest, aber auch an allen Tagen, dass Gott Sie begleitet in Ihrem Leben. Und diesem Wunsch schließen sich unsere Musikerinnen und Musiker an, die Laurentius Singers aus Herxheim, unser Dekanatskantor Horst Christel Cedric an den Drums und auch wir. Dominik Schindler und Bärbel Grimm. Auf allen Wegen begleite Sie Gott mit seinem reichen Segen. Gott segne euch, die ihr warten könnt, und öffne euch seine Türen zu seiner Zeit. Gott segne euch, die ihr lauschen könnt, und senke in eure Ohren sein gutes Wort. Gott segne euch, die ihr staunen könnt, und erfülle eure Herzen mit seinem Licht. Gott segne euch, die ihr glauben könnt, und lasse euch schauen seine Verheißung. Gott segne euch, die ihr lieben könnt, und mache euch zu Feuern in Dunkel und Eis. Und so segne und behüte euch und alle, die ihr im Herzen tragt, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.